Leute, kurze Neuigkeiten. Ich bin jetzt zwar ein bisschen spät dran. Es wird jetzt wieder seit langem ein Video geben. Ich glaube, seit einem Monat oder so habe ich kein Video mehr gemacht, weil mein PC halt sehr scheiße ist. Ich kann keine Gameplays machen, weil meine FPS richtig droppen, also unter 30 FPS. Und ich werde erst wieder aktiver Videos machen, wenn ich einen neuen PC habe. Tut mir leid, Leute. Wenn ihr hier in den Item-Shop geht, vielleicht haben es manche schon gesehen, gibt es hier erstmal ganz entspannt Sachen, so Weihnachtssachen. Und wenn ihr jetzt hier runter geht, hier, seht ihr schon, Blizzable oder so, für 0 Euro. Also es kostet gar nichts und da bekommt ihr so ein Skin. Ich würde sagen, wir kaufen den mal. So. Das sieht jetzt zwar aus, als ob ihr was gekauft hättet, aber es ist wirklich free. Ihr bekommt dann auch eine E-Mail, dass ihr was gekauft habt. Aber es kostet wirklich gar nichts. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es gekauft habe. Ja, okay, Leute. Irgendwie bei mir klappt es gerade nicht. Ich muss vielleicht nachher wieder versuchen. Und ihr seht schon, hier ist eine Sternflocke. Und wenn ihr dort jetzt drauf drückt, dann ist hier sowas. Manche wissen das. Das war vor 2 Jahren auch schon. Da konntet ihr so Geschenke aufmachen. So. Und dann könnt ihr hier drauf tippen. Könnt ein Geschenk auswählen. Ich habe meins für heute schon geöffnet. Man muss sich einfach jeden Tag ins Spiel einloggen und kann dann ein Geschenk öffnen. Und kann es auch schütteln. Aber keine Ahnung, es bringt halt gar nichts. So. Ja, tut dort auf jeden Fall immer vorbeigucken. Es geht von 16. bis 6. Januar. Also geht einfach jeden Tag rein. Dann bekommt ihr die Geschenke. Und ich habe jetzt diese Lackierung bekommen. Hier. Die finde ich ganz geil. Die ist so Tannenbaummäßig. Also ist ganz geil. So, ich meine, zu gratis Sachen sagt man nie nein. Leute, was ich noch vergessen habe zu sagen, hier gibt es auch Aufgaben, die ihr machen könnt. Und ihr könnt hier, wenn ihr 7 Sachen gemacht habt, bekommt ihr ein Gleiter, ist es, glaube ich. Und bei 10 Sachen ein Backbling. Also ist ganz geil. Und bei den Aufgaben bekommt ihr auch noch ein bisschen XP. Ich bin gerade Level 23. Ich möchte auf jeden Fall Level 200 werden. Es gibt jetzt die Bonus-Stile. Die gibt es jetzt. Und die sind sogar echt geil. Also ich muss sagen, ist mal was Neues. Der Spider-Man sieht sehr geil aus. Einmal in Blau, dann so Rot. Also der Spider-Man sieht echt am geilsten aus. Und dann noch in Gold. Sehr geil. Also es lohnt sich, diese Season wirklich Level 200 zu werden. Ich habe hier 100. Ich habe leider den Battle Pass noch nicht. Ich werde den aber kaufen. Okay, Leute, ich habe die jetzt. So sieht der Skin aus. Ich muss den kurz suchen. So sieht der aus. Also wirklich geil. Ja, ist halt gratis, deswegen ist ganz fresh. Ja, ich meine, warum nicht? Er ist gratis, so, ihr bezahlt nichts. Da steht zwar 0 Euro, ihr bekommt dann auch eine Rechnung, aber es kostet wirklich nichts. Also, ich musste keinen Cent bezahlen. Ich hatte auch kein Guthaben. Noch eine kleine Sache, wo im Spiel geändert wurde, ist, es gibt jetzt einen Glitch, mit dem ihr unendlich fliegen könnt. Ich werde den mal einblenden. Dann gibt es noch Winde bei Tilted Towers. Ist von, habe ich gerade bei Seville gesehen. Ich blende euch das auch noch ein.
Und auf jeden Fall, manchmal wird die Map vibrieren. Das sind dann so kleine Erdbeben. Ich denke, bald werden auch Tornados kommen. Und was ich auch noch nicht wusste, man kann mit der Spider-Man-Fähigkeit Gegenstände ranziehen. Also das ist wie so ein Grabbler und es verbraucht keine Munition von den Spider-Man-Netzen. Also ist auch ganz geil, blende ich euch auch nochmal ein. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.